Willkommen zurück zum nächsten Part. Wir begeben uns dann mal dorthin, wo wir hin sollen. Ist ein bisschen weit entfernt. Wie lange fahren wir hier eigentlich schon rum? Es kommt mir wie Stunden vor. Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, eigentlich schon. Pathfinder, dies sind die ungefähren Koordinaten, die ich aus den Hinweisen in der Wohnung des Salarianers ableiten konnte. Vielleicht haben Sie ja etwas mitgenommen. Hier sind überall Sandlöcher. Wir sollten uns vielleicht mal unter der Oberfläche umsehen. Irgendetwas war hier und wurde in diese Richtung geschleift. Plünderer, wir sollten vorsichtig sein. Hier draußen stellen sie eine Gefahr dar. Die Spur führt direkt zu ihnen. Feinde! Das nicht Salem? Er lebt noch, aber sein Zustand ist kritisch. Wir müssen ihm helfen. Geben Sie mir mal das Medigel. Wow! Salem, was ist hier passiert? Salem! Finden Sie das nicht etwas zu vertraulich für unsere erste echte Begegnung? Sind Sie sich sicher, dass es ihm gut geht? Ich hatte Sie kontaktiert, weil ich darauf hoffte, einer meiner Verdächtigen würde etwas Unüberlegtes tun. Leider hat er es tatsächlich getan. Ich denke, er wollte mich hier draußen verschwinden lassen, während er mein Tarngerät benutzt. Jeder Salem, dem Sie begegnet sind, war in Wahrheit Dr. Aiden. Aber Sie haben... Er hat mich gebeten, einigen Spuren nachzugehen, die ihn belasten könnten. Lassen Sie mich raten. Aiden wollte, dass Sie die Indizien scannen? Ich hatte vermutet, dass der Verräter Botschaften in optischen Encodern versteckt hat. Diese Botschaften waren der Beweis, den ich brauchte. Allerdings würde ein derart leistungsfähiger Scanner wie Ihrer sie löschen. Aiden hat Sie und... meine Nachforschung benutzt, um seine Spuren zu verwischen.
Was für ein raffinierter Mistkerl! Ich habe die Wohnung eines salarianischen Offiziers namens Rand Lon durchsucht. Die Hinweise, die ich dort gefunden habe, führten mich zu Ihnen. Interessant. Das bestätigt meinen Verdacht. Alle Spuren führen zurück zu unserer Arche. Aiden hatte nicht die nötige Freigabe, um Logs oder Navigationsdaten zu ändern. Dennoch ist er eindeutig schuldig. Ich nehme an, Aiden ist der Strohmann einer Verschwörung, an der auch die Cat beteiligt sind. Und er ist der Schlüssel, um sie auffliegen zu lassen. Ich vertraue eigentlich gerade keinen von denen. Scheibenkleister. Ja, vermutlich. Nur leider hat Aiden alles beseitigt, was wir gegen ihn in der Hand hatten. Und ich wette, Rand Lawn ist verschwunden. Aiden hat den Pfeil vergessen, mit dem er mich vergiftet hat. Er steckt immer noch in meiner Brust. Kontaktieren Sie Aiden. Geben Sie sich ahnungslos und bitten Sie ihn um ein Treffen. Ich werde auch dort sein und ihn verhaften. Wir bräuchten einen Ort, an dem wir uns mit Aiden treffen können. Irgendwo auf neutralem Boden. Es gibt auf Kadara einige Höhlen, die dafür in Frage kämen. Klingt gut. Schick ihm eine Nachricht. Okay, dann den Hochstapler in den Höhlen von Kadara reden. Wir sehen uns dort wieder. So, auf Kadara an der Höhle angelangt. Gehen wir doch dann auch mal rein. Wer jetzt wirklich die Wahrheit gesagt hat, keine Ahnung. Da sind Sie ja. Sind Sie den Spuren nachgegangen? Ich habe herausgefunden, dass Sie ein Cat-Kollaborateur und Mörder sind. Und eines Ihrer Opfer hat überlebt. Alte Spione sind also wirklich unverwüstlich. Dieser alte Spion würde Sie fertig machen, wenn er nicht einen Beweis in seiner Brust hätte. Ich wollte Ihnen ein würdiges Begräbnis bieten. Die Zeit war zu knapp, um Sie von unserer Sache zu überzeugen. Sparen Sie sich das, Aiden. Sie haben Ihr Volk verraten und werden dafür in einer Zelle verrotten. Mein Volk war einverstanden. Einige von uns wurden früher geweckt, um die Arche bereit zu machen. Dann stießen wir auf die Cat, einen unbesiegbaren Feind. Also haben wir entschieden, unsere Arche zu opfern. Wir wollten die Geheimnisse der Cat erforschen, um sie und ihren Aufstieg eines Tages vernichten zu können. Hey, ich weiß, wie wir unseren Aufstieg verhindern, indem wir aufsteigen, Idiot. Hören Sie, es gibt außerhalb von Helios ein ganzes Reich der Cat. Sie sind allmächtige Eroberer, die irgendwann hier einfallen werden. Was wir herausgefunden haben, könnte uns vor der Vernichtung bewahren. Schenken Sie uns die Freiheit und wir verraten es Ihnen. Vergeuden Sie dieses Wissen nicht. Was genau haben Sie mir anzubieten? Einzelheiten über das Reich der Cat, Vasallen, mögliche Schwachpunkte, Geheimnisse über den Aufstieg. Die wir nicht überprüfen können. Sie könnten das auch einfach erfunden haben. Wir mussten für diese Information Zivilisten opfern, Major. Wollen Sie, dass das alles umsonst war? Wenn die Informationen sagen wir mal so, sind die Informationen korrekt, wäre das ein Deal. Ich weiß aber nicht, ob er es uns nicht sowieso erzählen würde, wenn wir ihn einsperren. Und es scheinen sich mehrere dazu bereit erklärt zu haben, genau dieses Verfahren durchzugehen. Ich habe die Audiologs mir angehört, die haben gekrischen und wurden an lebendigem Leibe zitiert. Die Informationen sind natürlich trotzdem nicht schlecht. So eine Scheiße. Und vielleicht lässt er sich gar nicht einsperren. Chance auf Informationen oder nicht. Sie sind der letzte Dreck. Aber wenn uns ihre Geheimnisse retten und im Kampf gegen den Aufstieg helfen können, haben wir einen Deal. Wie bitte? Das kann unmöglich ihr Ernst sein. Er hat denen unsere Arche überlassen. Und wir haben sie gerettet. Wir brauchen jeden Vorteil, den wir uns verschaffen können. Vertrauen Sie Aiden, ist das Ihre Verantwortung. Wenn ich ihn wiedersehe, können Sie ihn nur noch an den Zähnen identifizieren. Ich schicke Ihnen sofort sämtliche Informationen, die ich habe. Mein Leben liegt in Ihrer Hand. Danke für Ihre Weitsicht. Sie wissen nicht, wie viele Leben Sie dadurch retten. Ja, die vorher getötet wurden. Cat-Geheimdienst. Informationen erhalten. Uiuiui.
Gut, damit sind wir durch. Verbündete Beziehung, Hillers Aufgabe, nur noch da die Infektionen gedöns. Prioritätsmission Reise nach Meridian steht an. Bis zur Tempest gleich. So, auf der Tempest, dann mal ab zum Meeting Room. Pathfinder, Sie haben offene Videoanrufe. Die Anführer der Nexus halten unsere Suche nach Meridian für Zeitverschwendung. Aktive Gewölbe ohne das Herzstück bringen nichts. Ich doch nicht. Wir werden uns ihnen widersetzen. Haha, das ist die richtige Einstellung. Und die Cat? Da kommt die Ghoststorm-Technologie ins Spiel. Ist doch so, oder, Ricker? Ja, unsere gefälschten Signale sollten einige Cat ablenken. Zwar nicht alle, aber doch auf jeden Fall genug. Die Tempest ist klein und schnell. Ich brauche keine große Lücke. Wir setzen sie ab und sind wieder weg, bevor es die Cat mitkriegen. Auf Meridian erledigt ein kleines Team den Rest. Wir müssen schnell sein und die Geheimnisse ergründen. Direkt hinter feindlichen Linien. Guter Zeitpunkt, um ihre Anzahl und Verteidigung abzuschätzen. Bei dem Rückweg werden wir genauso wie bei dem Hinweg vorgehen. Wenn wir mit Informationen über Meridian zurückkommen, wird die Nexus schon zuhören. Das klingt nach einem Plan. Raker, sind Sie bereit? Wir können jederzeit anfangen, Pathfinder. Alles klar, Leute. Es ist soweit. Legen wir los. Also ich muss jetzt gestehen, das Meeting... Vielleicht befolgen Sie mal das Uniformprotokoll, Liam. Abschnitt Oberbekleidung. Das ist ein ziviles Schiff. Was sollen Sie machen? Meinen Lohn einbehalten? Wir werden bezahlt. Wieso? Geben Sie bei unserem nächsten Besuch auf Kadara einen aus? Machen Sie Witze? Sie sollten mal meine unbezahlten Rechnungen dort sehen. Was kann ich für Sie tun, Pathfinder? Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Dann fliegen wir mal rüber. Scheint ja sonst jetzt nichts mehr Ereignisreiches zu geschehen. Ja, die Meeting-Konferenz war gerade echt mal... Sind jetzt im Orbit von Kadara. Storytelling haben sie schon besser hingekriegt. Informationen des Archons stimmen, ist das hier das System. Meridian müsste hier irgendwo sein. Dann schauen wir uns erstmal die Planeten an und machen Meridian im kommenden Part. Anomalie auf den Sensoren. H110A ist ein Mond des Gasriesen H101. Nee, H10. Ja, 110. Dessen Orbit sich langsam verringert. Die Kollision der beiden Himmelskörper kann sich bereits in einigen Jahrhunderten ereignen. In einigen Jahrhunderten! Sonde gestartet. Wow. Ich habe etwas gefunden. Unter 10 Metern festem Eis liegt anscheinend eine kleinere Anlage der Relikte, die die Ketten noch nicht entdeckt haben. Rakelmo wird von gewaltigen Sturmsystemen heimgesucht. Dutzende von Cat-Shuttles fliegen an den Rändern dieser Stürme entlang und landen bei Reliktruinen, sobald kurzzeitig etwas Ruhe einkehrt. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. H309. In der oberen Atmosphäre von H309 befinden sich mehrere Cat-Schiffe und sammeln Helium-3 als Treibstoff. Die Störung der Magnetosphäre des Gasriesen durch die Geysel scheint uns zu verbergen.
Anomalie geortet. H065. Die Messungen waren zwar nicht eindeutig, aber die Wissenschaftler der Midstraße waren der Ansicht, dass H065 potenziell bewohnbar sein müsste. Heute ist der Planet eine glühend heiße Wüste und niemand weiß mehr, was er vor der Geißel war. Sonde unterwegs. Satellit entdeckt. Dieser Cat-Satellit ist auf H065 ausgerichtet und erfasst detaillierte Messwerte von anscheinend völlig leeren Wüstengebieten. Okay, soweit wären wir und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen, bis dahin, sayonara.